Hi, ich wollte euch was kurz zeigen. Ihr kennt ja das Big Idea Design. Dann zeige ich euch mal kurz, wie man den schnell auseinandernehmen kann und ihn praktisch umarbeiten kann in ein Linkshänder, in einen Linkshänder-Kugelschreiber. Praktisch müsst ihr gar nicht richtig aufschrauben, sondern ihr setzt das praktisch nur um und setzt dann die Kappe richtig wieder drauf und dann könnt ihr das praktisch als Linkshänder nutzen. Einmal. Dann könnt ihr es auch komplett aufschrauben. Ich mach's mal kurz. So. Und dann habt ihr hier, ich weiß nicht, ob man das sehen wird. Ja, man sieht's. Hier ist ein Kreuzschlitz drin. Dann braucht ihr auch dafür keinen Schraubenzieher, sondern ihr nehmt einfach den Clip. So habe ich zumindest immer gemacht. Den Clip. Setzt ihn rein. Zack. Und dreht es auf. Wenn euch zum Beispiel was klemmt in dem Kugelschreiber, dass ihr damit nicht mehr wirklich mit dem Bolt Action zurechtkommt. Und da ist das Messing drin oder Kupfer oder was auch immer da sein soll. Und dann müsst ihr nur einfach diesen Pin hier abschrauben, den Bolt Action Pin, und dann flutscht das praktisch raus. Und dann könnt ihr das innen drin auch reinigen, einölen, wie auch immer. Also könnt ihr praktisch alles damit machen. Na? Und das gleiche geht auch mit dem neuen Pen. Ich mache mal kurz Zusammensetzen des Mini Bolt Action Pens von Big Idea Designs. Zack, das geht immer rucki-zucki mit dem kleinen Kugelschreiber, weil der ist wirklich, wirklich, wirklich flexibel. Und man bekommt damit sehr schnell wieder den Kugelschreiber zusammengesetzt. Ja, ihr müsst dann auch wissen, wo ihr den Clip hinsetzen müsst, damit er auch für eure Hände richtig ist. Und dann setzt ihr die Kappe drauf. Die Kappe müsst ihr dann draufsetzen, damit sie auch wirklich richtig gut liegt. Und dann die Schraube rein. Die Schraube ist aus Edelstahl, die ist nicht aus Titan gefertigt. Das kann ich euch direkt sagen. Bei dem Mini Bolt Action Pen finde ich sehr, sehr schade, dass das nicht aus Titan gefertigt ist. Aber kann man da leider nichts dran machen. So, ich schraube das mal kurz zusammen. So. Zack. Und schon ist er zusammengeschraubt. Na, so sieht er dann wieder komplett aus. Und so könnt ihr ihn auseinandernehmen, praktisch ganzen Teile rausnehmen. Und hier könnt ihr das Gleiche machen. Nur in viel, 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 viel einfacher. Das ist der Kugelschreiber, den der Lars 1301 vorgestellt hat. Den Link hinterlasse ich euch wieder in der Beschreibung von ihm. Ihr dreht einfach hier oben auf mit der Hand. Ganz einfach. Zack, die Schraube liegt da. Das ist der Clip. Den kann man, wenn einem die Schrift dann drauf nicht passt, kann man einfach entweder, weiß ich nicht, abschleifen und dann polieren oder wie auch immer, ne? Da ist eine Schrift drauf. Dann seht ihr hier ist nur das Gewinde drin. Da gibt es keinen Schlitz oder was auch immer, womit man dann das rausdrehen kann. Und was ich hier schade finde, dass hier nur eine Fräsung ist für den Clip. Nicht auf der anderen Seite, dass das für Links- und Rechtshänder ist. Das finde ich relativ schade. Dann zeige ich euch mal, wie man den jetzt komplett auseinander nimmt. Ich hole die Mine raus. Und jetzt schraubt ihr einfach den Bolt
ab. Schraubt die mal ab und unten bitte immer den Finger dran halten, weil sonst fällt euch das Teil raus und verschwindet irgendwo. Und schon hat man es auseinandergenommen. Also kann man das jetzt einölen, wenn einem die Funktionalität nicht so richtig gut läuft, kann man das einölen. Das ist, vermute ich, dass das Aluminium ist. Es ist, ich weiß nicht, ob man das hört. Das ist angeraut. Aber das ist, glaube ich, kein Titan. Das ist, glaube ich, Aluminium. Und dann könnt ihr praktisch das zurück reinsetzen. Dann aber bitte mit der Mine reinhelfen, weil ihr müsst dann hier direkt das Loch treffen, womit ihr dann später den Bolt reinschraubt. Und da müsst ihr bitte darauf achten, dass ihr das einmal mit einem, weiß nicht, mit einem längeren Stab macht oder mit einfach der Mine. Ich mache das mit der Mine und halte mir das schön fest und schraubt ihn dann rein. Das kann ich jetzt vor der Kamera so nicht zeigen, weil ich schlecht sehe und so nicht machen kann. Ja, aber so kann man das ganz einfach auseinandernehmen und es ist praktisch in Teile zerlegt. Hier seht ihr den Bolt. Hier seht ihr das Innenleben. Hier seht ihr die Feder. Die Feder. Und hier seht ihr das Endstück. Ne? Und das sind dann die Teile, die daraus entstehen. Wollte ich euch mal zeigen, weil der Lars 1301 hat das sehr, sehr schön gezeigt. Aber er hat nicht gezeigt, oder weiß es auch vielleicht selber nicht, dass man den auseinandernehmen kann und ihn komplett reinigen kann oder auch einölen kann oder wie auch immer, was man damit machen möchte. Ja, ich würde auch sagen, dass der Mini-Bolt, der hier, von Big Ideal Design eventuell dort reinpasst. Würde ich sogar anmuten, weiß ich nicht. Würde ich zumindest so sagen. Ja, und das war's. Und bedanke mich dann herzlich für eure Kommentare schon mal. Und wünsche euch dann noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Blind EDC Mecha.